Verbotene Liebe. Und bitte begrüßen Sie, bevor wir die verbotene Liebe-Stars holen, Andreas Hahn, der größte Fan hier ist und gesagt hat, er muss unbedingt ein paar Fragen loswerden. Andreas, jetzt du bitte. Wo ist er denn jetzt? Jetzt hat er sich hinten wahrscheinlich schon verquatscht. Da bist du. Das ist deine Lieblingsserie. Das sind meine Lieblingsgäste. Da, jetzt geht's. Das sind meine absoluten Lieblingsgäste. Die waren im letzten Jahr schon da. Und da musste ich mit auf die Bühne, weil wir haben hinten schon richtig Spaß gehabt. Weißt du, was sie gesagt haben? Na? Sie wollen nicht über verbotene Liebe reden, nicht über Technik, nicht über Fußball und nicht über ihr Privatleben. Okay. Ja, meine Damen und Herren, war schön, dass Sie da waren. Dann haben wir im Grunde jetzt früh Feierabend. Wir holen Sie jetzt erstmal. Unsere absoluten Lieblingsgäste. Ladies first. Jana Juli Kilka ist Jessica Steele. Ein Begrüßungsapplaus. Prost raus. Ich habe dich nur zuerst gerufen, damit du neben mir stehst. Jetzt konterkarier das nicht, indem du da jetzt einfach wegläufst. Ja? So, jetzt bist du dran. Nee, mach du mal weiter. Ich mach weiter, ja. Tore Schölermann ist Christian Mann. Bravo, juhu. Und Jo Weil ist Oliver Sabel und dann sind wir komplett. Ja. Letztes Mal hatten wir so einen riesen... Zu mir. Wie stellen wir uns hin? Das war doch letztes Mal schon eine große Frage. Doch, hallo? Das ist anders. Du musst das in den Mund nehmen. Man muss das ja quasi aufessen, merke ich. Ingo, wir haben jetzt Pause. Also wir reden über... Wir haben uns vorbereitet, wie du sehen kannst. Ja. Wir haben auch eigene Notizen gemacht, damit das heute nicht aus dem Ufer läuft. Wollen wir doch mal gucken. Also wir gucken mal, ob wir ein bisschen Struktur reinkriegen. Ich fange mal, wir nebeneinander stehen mal mit dir an. Jana, du bist so ein bisschen die Böse. Wir konnten uns hinter der Bühne schon 40 Sekunden kennenlernen. Du machtest keinen bösen Eindruck, aber die Böse zu spielen ist attraktiv, oder? Ja, auf jeden Fall. Also macht riesengroßen Spaß, gerade weil es eben das ganze Gegenteil von dem ist, was ich als Privatperson sonst so mache. Du bist also eigentlich eine Liebe? Nein. Hast du eben gesagt, das ist das Gegenteil. Das Gegenteil von ja, Liebe. Ja. Wer glaubt das, dass sie eine Liebe ist? Das sind ja die Schlimmsten, die das immer so behaupten. Das sind ja bestimmt 3%. Fragen wir mal den Jo, bin ich eine Liebe oder nicht? Also wenn ich gefragt werde, kann ich nur bestätigen, dass Jana wirklich ein sehr lieber Mensch ist. Wenn ich das jetzt so betone, klingt das aber auch blöd. Nein, aber Jana ist wirklich ein sehr lieber Mensch und eine ganz liebe Freundin von mir. Deswegen, ich kann das nur sagen. Und sie hält es an der Seite von Tore schon eine Weile aus. Und das heißt, sie muss echt ein lieber, guter Mensch sein. Ja, ich hatte mir das ja auch aufgeschrieben. Jana ist lieb, das sollte ich sagen. Moment, da steht bei mir auch. Darf ich mal zeigen? Jana ist nett und Freund. Ach so, und Jana ist sehr, sehr nett. Ich hatte das sehr vergessen, Entschuldige. Ja. Das nenne ich professionelle Vorbereitung. Danke. Danke. Was ist jetzt mit Dirk Bach und euch? Ja, Dirk Bach hat uns gestern getraut. Du hast geweint. Ich saß vor dem Fernseher und war begeistert. Habt ihr das denn gestern gesehen, die Hochzeit oder Freitag? Hat es euch gefallen? Gut, dann Montag auf jeden Fall reinschalten. Da kommt ja dann die Hochzeitsfeier. Die wird noch schöner. Echt? Ihr müsst das vielleicht ganz kurz erklären, Andreas, für die, die es nicht gesehen haben. Ihr beiden seid getraut von Dirk Bach, der ja so ein bisschen, ich will nicht sagen, der hat einen Bauch, aber er ist schon so ein bisschen voluminöser. Der gibt dann einen Pastor, das macht er sehr, sehr gut mit seinem Bauch. Ja, und dann müsst ihr ein- und ausatmen und dann seid ihr ein Paar. Ach, guck mal, du hast es auch gesehen. Ja, natürlich. Ja, klar. Macht doch nichts anderes. Wie war das jetzt für euch beide? Ich meine, das zu spielen? Ja, es war... Wir machen das ja jetzt schon. Ja. Wir sind ja 3 Jahre jetzt schon ein Paar fast in der Serie. Und ja gut, aber heiraten. Ja. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass ich das erste Mal, wenn ich im Fernsehen heirate, gleich einen Mann heirate. Du hast ja gar keinen Ring. Ja, aber privat trauen wir uns im Moment noch, die auszuziehen. Ich denke, obwohl das ist es tatsächlich, Tore, kürzlich erst geschehen ist, dass wir nach Hause gingen und er hat vergessen, den Ring auszuziehen. Ja, das ist ja so blöd, wenn irgendwie, man gewöhnt sich da ja sehr schnell an so einen Ring und ja, da hatte ich ihn dran, habe ich gedacht, oh Gott, jetzt muss ich ihn auf jeden Fall am Finger lassen und sonst vergesse ich ihn und dann habe ich ihn beim Drehen nicht. Aber es war irgendwie cool, im Auto zu sitzen und dann, wenn einer von der Seite guckt und macht so hier, verheiratet, also... Also die meisten Männer in den Bars machen den ab, die ich kenne. Und du läufst freiwillig damit rum. Ich bin überrascht. Ja gut, das kommt, glaube ich, mit der Zeit, dieses Gefühl, dass man ihn dann wieder abmachen will, oder? Wen fragst du denn jetzt konkret? Also ja, euch. Frag mal Ingo, der kennt sich da aus. Ich trage meinen links. Das heißt nicht so auf den ersten Blick. Das liegt daran, dass ich den... Das ging alles ziemlich kurzfristig. Dann musste ich da Ringe kaufen. Sie kennen... Wer von Ihnen ist verheiratet? Keiner. Ja, immerhin ein paar. Und dann hat meine Frau gesagt, also damals nicht meine Frau war hier, wir nehmen so einen dünnen. Und ich habe gesagt, der sieht aus wie aus dem Kaugummi-Automaten, das passt nicht. Und dann sagte der zu mir, ja, Sie haben recht kräftige Finger. Und ich habe gesagt, wenn Sie Wurstfinger gesagt hätten, wäre ich auch woanders hingegangen. Und rechts passt er nicht. Ich muss ihn jetzt links tragen. Können wir einen Kaffee trinken?
Okay. Ingo redet sich gerade um Kopf und Kragen. Ja, das war die Wahrheit. Wir gehen so lange Kaffee trinken, du machst dir die Ehe ganz kaputt. Lasst uns noch mal zu Jana kommen, ja? Also bei euch sind sie alle attraktiv und es geht ums Geld, es geht um die schillernde Welt, also um das, was uns manchmal vielleicht in unserem Alltag ein bisschen fehlt, gerade in Berlin, wo wir nicht so reich sind. Ihr befriedigt da schon ein Bedürfnis, das wir alle haben. Ja, versuchen wir, ne? Auf jeden Fall. Deswegen, unsere Serie hebt sich ja von den anderen ab, weil es halt wirklich sich alles um Adel und Glamour dreht. Das ist doch schick, oder? Oder ja, sagst du jetzt, super. Nö, liegt mir gar nicht? Nö, finde ich toll. Also von den Kostümen und so, da haben wir immer, okay, ich jetzt vielleicht nicht so. Ich habe dann eher die freizügigeren Outfits, aber die anderen tragen schon sehr schicke Sachen. Und, auch nicht alle. Also meine Figur kleidet sich sehr gerne sehr bunt, aber die anderen Kollegen tragen alle sehr schöne Sachen. Ich finde, ja, aber das hat ja auch Nachteile bei so einer Serie dann zu sein. Wir dürfen zum Beispiel nicht, wir dürfen nicht Scheiße sagen. Wir dürfen. Oh, Scheiße, habe ich schon wieder. Oh, Scheiße. Ah. Oh. Jedes Mal ein Zehner. Machst du die Striche, Andreas? Dreimal. Nee. Nein, aber unsere Sets sind ja auch total schön. Ich meine, wenn man das Schloss anschaut, das ist natürlich toll, in so einer Kulisse zu drehen. Weil wer macht das schon sonst, ne? Ist es so, wenn du das nach Hause kommst, dass du manchmal sagst, so Butler 2 Tee und dann erst merkst, Mist, ist jetzt. Ja, das sage ich dann zu Tore. Achso. Ja, das funktioniert aber nicht so ganz. Leider, noch nicht. Jo, jetzt reden wir mal über Technik. Oh, endlich. Ich hatte Angst, dass das Thema ganz untergeht. Also ja, es gibt was willst jetzt du wissen? Auf HBB TV, ja? 3D. Du bist ja da sehr bewandert. Ich bin sehr bewandert. Ich stehe, deswegen kann ich nicht allzu viel sagen, im Moment ja auch in Verhandlungen mit der ARD über eine eigene Techniksendung, weil das wirklich so mein Fachgebiet schlechthin ist. Und möchte jetzt nicht mein ganzes Pulver verschießen. Deswegen würde ich sagen, lass uns das machen, wenn es dann soweit ist. Du bist mein erster Talkgast. Okay, super. Über was reden wir dann? 3D. Also ich habe, oder über iPads oder Tablets. Über Föhn. Tablets habe ich vorhin gesehen. Du musst doch über Föhn reden. Das ist jetzt ja schon fast wieder abgedroschen. Aber ich weiß nicht, ob du es weißt, ich habe ja einen Föhntick. Ich liebe es, mich zu föhnen und entspanne dabei. Und alles mehr. Also nur Kopf oder den Ganzkörper föhnen? Ganzkörper föhnen. Mein Vater hat mir immer versprochen. Als Baby wurdest du geföhnt. Das beruhigt. Es mag sein. Zumindest beruhigt es mich bis heute. Und ich finde das ganz toll. Ich finde es süß. Ganz ehrlich, der Mann hat einen Föhntick. Heiß oder kalt? Ja, stimmt. Ich war auch schon bei ihm. Jetzt wird uns da ein bisschen. Ich bin noch total schockiert. Ich habe gerade meine Psyche aufgekrempelt. Ich wollte nur fragen, ob es stimmt. Er öffnet sich gerade. Und Jana sagt, sie war bei dir und du hast dich geföhnt. Wir hatten mal so eine Session, da hatte ich so eine Föhnhaube auf. Das war ganz nett, ne? Das hat uns verbunden. Ich glaube, das war so der erste Moment, wo wir merkten, das ist tiefer als nur so eine Art Seelenverwandtschaft. Ja, da haben wir gemerkt, da ist mehr. Ja, das letzte Mal habe ich ja hier auf der Messe einen Mixer mitgenommen. Ich habe auch schon überlegt, jetzt der Föhn. Also jetzt suche ich einen Föhn und einen Trockner. So ein, wie heißt das, so ein Wäschetrockner ist auch noch so ein Ding, was ich echt... Ein Föhn wäre super. Ja, wenn ich bei Tore bin und es keinen Föhn gibt, das ist echt schlecht. Ja. 17 Uhr ist aber schon. Ist jemand da von den Ausstellern, der einen Föhn hat? Föhn. Die kriegen auch ein Foto. Ich glaube, das ist... Das und eine Autogrammkarte von Tore. Letztes Jahr hat es geklappt, stimmt? Ja, stimmt. Ja, das war der Mixer. Also wir bräuchten einen Föhn dringend. Welche Farbe? Ein bestimmtes Modell? Made in Germany oder international? Mit Ionenpower. Ich habe gehört, es gibt jetzt Föhn mit Ionenpower. Ja, für deine langen Haare. Ja, für meine Haarpracht. Wow. Sag mal, lasst uns noch mal ein bisschen, wo wir gerade bei Föhn und so sind, zu eurem Styling und Outfit kommen. Also ansonsten eher knappere Outfits, hast du schon gesagt. Du trägst sie nicht privat, ich frage dich das auch nicht. Ist es so, dass ihr manchmal auch Wünsche äußern könnt und sagen könnt, ich habe hier da das Kleid oder den Anzug von hinten gesehen und das will ich jetzt auch mal und die kaufen euch das oder keine Chance? Nee. Also keine Chance. Nein. Keine Chance. Es geht darum, wie die Rolle sein soll und da machen die sich auch sehr viel Gedanken natürlich drüber und haben für jede Rolle die bestimmte Klamotten und so soll das dann auch sein und so. Ja. Also wir haben da viele Leute, die sich darum Gedanken machen und dafür bezahlt werden, uns einzukleiden, anzuziehen. Genau. Und es gibt natürlich Kollegen, die immer meinen, da ein bisschen reinquatschen zu müssen, weil sie da ihr Ding durchziehen wollen, aber grundsätzlich als Schauspieler sollten wir da einfach die Klappe halten. Nicht sagen. Nein, ich habe mich angepasst. Er hat die Kurve bekommen, er kann das. Klappe halten und spielen. Aber ihr fremdelt nicht manchmal mit so einem, also wenn mir jetzt so jemand, dann würde ich denken, naja, weiß nicht, rote Zipfelmütze, ob das so meins ist, ihr zieht es durch. Ja, wir müssen. Ja. Es ist ja unser Beruf, diese Dinge zu tragen. Das wird uns hingehängt und für unsere Figuren ist es ja auch stimmig, dass sie sich so anziehen. Genauso wie uns jemand Texte in den Mund legt, legt uns halt auch jemand die Klamotten hin. Ja. Deswegen eigentlich sollten wir das so anziehen, aber es gibt natürlich mal einen Teil, wo du sagst, muss nicht. Kann ich mich jetzt so gar nicht mit anfreunden, aber da muss man durch. Und ihr müsst ja auch mit solchen Leuten wie uns reden. Das gehört ja auch zum Beruf dazu. Ist ja auch nicht immer leicht. Aber ist echt hart. Aber wir haben gemerkt, jetzt hier in Berlin, wir waren gestern Abend unterwegs und haben gemerkt, dass da waren wir zum Beispiel ganz falsch angezogen. Ne? Wir sind gestern overdressed?
Ja, total krass. Also wir waren eigentlich ganz normal und dann wollten wir in so einen Club hier rein und die haben uns angeguckt und haben gesagt, So nicht. Wo war der? Nur mit Turnschuhen. Echt? Felix oder Tausender Bar oder sowas? Ja, es gibt schon, genau, manchmal in Berlin. Die Leute kamen da an, in, wie man hier in Berlin halt rumrennt mit dem letzten Scheiß am... Stopp. Und dann normale Sachen angehabt und dann wollten die uns nicht da reinlassen. Ja. Hallo. Das ist mit Schick und Charme ausgewählt, was das der Berliner wirklich, trägt. Das geht gar nicht. Ach so. Ja? Ah, ja, stimmt. Ja, so waren wir aber eigentlich angezogen und so kam man dann nicht rein. Echt nicht? Also nicht traurig, sondern nächstes Mal fragt ihr uns vorher und dann sagen wir euch, wo ihr entweder so hingehen könnt oder was so der Dresscode ist. Ach so, ja gut. Oder ihr kommt einfach mit. Ja. Bist du wirklich nicht reingekommen? Nein, wir sind nicht reingekommen. Du bist doch ein Star im Fernsehen. Ja, anscheinend nicht. Es war aber der Club, wo auch Brad Pitt nicht reinkam, habe ich gehört. Deswegen ist das dann ja fast schon wieder ein Ritterschlag. Da hat jemand einen 3 hochgehalten. Ja. Da haben wir gleich die Überleitung zu Ocean's 13. Du spielst ja dann für Brad Pitt mit. Ich? Ja, klar. Auch. Aber über die anderen Sachen darf ich noch nicht reden, was ich noch alles bald mache. Gut. Andreas, du hast eben gesagt, Stars im deutschen Fernsehen, von jedem von euch mal so, wie ihr so behandelt werdet. Also ist das so, ihr seid ja ohne Allüren, es gibt ja auch Stars mit Allüren. Ist es so, wenn ihr irgendwo hinkommt, dass das schon... Was macht ihr hier eigentlich die ganze Zeit? Ja. Schwindlich ein bisschen. Jetzt bleiben wir aber mal so stehen. Ja, okay. Muss ja überall woanders hin. Wir fangen mal mit dir an. Ist es schon so, dass die Leute, seit du bekannt bist, dir anders begegnen? Ja, schon. Also jetzt nicht negativ oder so. Natürlich, jeder sagt irgendwie mal, oder viele sagen dann, kenne dich doch irgendwo her. Manchmal denkt man aber auch, man würde erkannt und vielleicht ist es gar nicht so, aber das Gefühl ist natürlich anders. Wenn man im Fernsehen ist und jeden Abend einen, wie viele gucken uns abends, 2 Millionen Leute oder so, da ist die Wahrscheinlichkeit ja schon ganz groß. Und entweder erkennen sie einen oder man hat das Gefühl, man wird erkannt und dann ist es auch komisch, aber klar. Quatschen nicht viele an? Also kommen die so und sagen, hey, ich kenne dich oder du böse oder... Zicke? Ja, aber es ist auch oft negativ, weil ich werde, glaube ich, sehr oft mit der Rolle verbunden und ich habe auch das ein oder andere Mal erlebt, dass eine ältere Dame im Schwimmbad auf mich zukommt, mir so richtig eine auf die Schulter gibt und sagt, Jessica, du Luder. Ehrlich, ja? Das habe ich schon das ist die Dame Mal anwesend. Es gibt in Berlin so einen Laden, da gibt es ein T-Shirt, da steht drauf, eigentlich lieb. Das würde ich ja sonst kaufen. Stimmt, das hätte ich gerne. Das wäre gut, das würde ich auch immer tragen. Kriegst du keine Schläge mehr von älteren Damen. Jetzt du noch bitte. Ja, bei mir ist es, glaube ich, das Gegenteil von dem, was Jana erlebt. Dadurch, dass wir so Sympathieträgerfiguren spielen, passiert es mir eher, dass ältere Damen kommen und mich umarmen unvermittelt oder so. Auch schön. Was schön ist, wobei ich jetzt kein Freund von spontaner Körperlichkeit bin. Also ich mag das auch, wenn... Ich hab dich lieb. Oh, ich euch auch, kommt her. Ich kann nicht weiterreden. Können wir es in der Halle ein bisschen dunkler machen? Wir können später auch alle mal auf die Bühne. Für jeden eine Umarmung ist drin. Genau, Jo, jetzt sag es doch, dass du das eigentlich so magst. Ja, du gut, okay. Es doch auch. Ich habe es eigentlich, war das ja. Nee, ich warte oft. Ich stehe an der Straßenecke und hoffe, Brandenburger Tor, da gibt es gratis Umarmung. Eine Truppe, die das wirklich macht, kommt, glaube ich, aus Australien, Andreas. Da steht so, hier gratis Umarmung, steht auch auf Englisch, wobei ich gar nicht weiß, was Umarmung auf Englsch heißt. Und dann kommen die da hin und knuddeln dich einmal, wenn du das willst. Da ja, ist das jetzt ist, also meinst du es nicht? Ich wollte mich umarmen lassen. Was ist denn hier? Jetzt hat hier gerade jemand eine halbe Minute. Heißt das, wir haben noch eine halbe Minute? Letzte Runde. Andreas, du bestimmst das Thema für die letzte halbe Minute. Ingo Hoppe und sein Hemd. Jeder muss was sagen. Wie findest du mein Hemd? Schön. Danke. Jetzt du? Ja, Farben sind schön. Wie, und der Schnitt nicht, oder was? Doch. Okay. Sehr gestreift. Gute Streifen. Hast du das selber ausgesucht, oder habt ihr auch eine Garderobe? Nein, ich habe, das ist mein persönliches Privathemd. Ach so, okay. Alleine. Ich bügel meine Hemden alleine. Oh, das war ein sehr schönes das Thema. Tore auch mal machen. Das hat Spaß gemacht. So, wo ist denn jetzt der Föhn? Gibt ihr noch Autogramme? Ja, klar. Ja, also am Autogrammstand haben Sie die Chance, Ihren Föhn noch loszuwerden, gegen eine schöne Karte zu teilen. Und die gebrauchten Föhnse bitte nach Düsseldorf schicken. Köln. Köln. Wir spielen in Düsseldorf, aber leben alle in Köln. Einfach Föhn, Düsseldorf. Föhn, Düsseldorf kommt von immer an. Von Lahnstein kommt immer an. Bitte an Olli schicken. Ja. Ich fand's toll mit euch. Ja, dankeschön. Nächstes Jahr wieder, auf jeden Fall. Sehr gerne. Bitte. Und nur im Doppelpack wieder. Das und war ihr seid aber hoffentlich schön. Noch verheiratet. Wenn ich da was höre, da hau ich persönlich dazwischen, ja? Ja. Dass mir da nicht. Das nehmen wir sehr ernst. Da wollen wir dich auch nicht enttäuschen. Aufpassen. Danke fürs Kommen und einen Schlussapplaus von Ihnen bitte für die verbotene Liebe. Juhu. Dankeschön. Viel Spaß Danke. Noch. Unsere einzigen Schönen Gäste, die ihre Sitz- und Stehordnung während des Interviews getauscht haben. Gigantisch. Ja. Innovation und auf der IFA. Meine Lieblingsgäste. Lass dich nochmal drücken, komm her, komm. Dankeschön. Jetzt bis nächstes kann Jahr. Sich hinziehen mit dem. So, und ihr kommt jetzt bitte alle zu den Autogrammen, da hinten. Da vorne gleich, das erste.
Wo müssen wir denn hin? Nehmen das Mikro, sollen wir mitnehmen? Ihr werdet gebracht. Ach, ihr verschwindet aus der Deko und werdet gebracht. Ciao. Danke, tschüss. Danke.